Willkommen zurück zu Alan Wake, dem Spiel mit dem Firewatch-Turm hier anscheinend. Etwas, eine sehr wichtige Aufgabe für Leute, die den Sommer allein verbringen wollen. Und wir sind immer noch irgendwie... Ich finde, Firewatch ist eine nette Geschichte. Ja, aber irgendwie auch deprimierend. Da kann ich jetzt hier einfach dahin durch das Tor gehen und hier mal kurz mir die Thermoskanne holen. Also die Subgeschichten waren halt so ein bisschen deprimierend. Der Sendemast könnte zum lokalen Radiosender gehören. Main schien anständig zu sein. Vielleicht könnte er mir den Weg zum Bergwerk sagen. Aha. Hm, na gut, wenn es den guten Mann jetzt erwischt, dann... Ist jetzt das Tor ein gewandeltes Objekt? Ohne Licht würde ich nicht durchkommen. Ohne Licht würde ich nicht durchkommen. Ja gut, dass hier oben so ein... Flaggscheinwerfer rumsteht, von dem wir schon erzählt haben. Trotzdem wäre jetzt irgendwie mal irgendeine Waffe... Das weiß ich auch in jedem Kapitel immer wieder alle Waffen verlieren muss, ne? Ob es genau 5 Kapitel sind am Ende? Hä? Wirklich immer zu früh. So. Boah, ein Witz, was macht dieser Scheinwerfer eigentlich hier? Warum kann Alan Wake... Oh. Das sieht ja mal komplett aus. Warum kann er nicht das Licht verstärken? Egal welche Lampe es ist, er kann immer das Licht verstärken, ne? Hm. Na gut. Zumindest das imaginäre Tor ist weg. Dann müssen wir kurz mal in die andere Richtung gucken. Weil ich dachte eigentlich, wir gehen woanders weiter und nicht hierhin. War da vorhin gerade davon schon Licht an? Hm. Immer diese Funzellampen. Nee, ich komme aus der Richtung hier, ne? Ja genau, ja gut, dann geht's ja doch hier weiter. Dachte, es war noch ein anderer Weg. Dann sind wir uns zurückgelaufen. Ich erzähl's ja mittlerweile zum 20. Weil ich muss... Haben mich meine Eltern gerne mal bei meinen Großeltern abgeladen, weil die halt auch immer Zeit für sich haben wollten. So gerade so in den Ferien. So mal eine Woche oder zwei. Mein Großvater ist dann halt immer... Weiß nicht, ob es heute noch... Ich glaube, der hat diese dumme Taschenlampe immer noch. Der hat so eine funzlige, so ein Nachtwächter, aber halt so mit so einer funzligen Glühbirne drinne von 1980 oder so, die halt mega düster ist. Und dann ist der mal rausgerannt, dann hat abends irgendwie noch, weiß nicht, was er gemacht hat noch, eigentlich, aber er ist immer noch mal rausgegangen, hat die Türen überprüft, aus so ein Spaß. Und da muss ich halt überdenken, wenn ich diese Funzellichter hier in diesem Spiel sehe. Gepriesen sind die guten LED-Lampen. Oh, eine kleine Taschenlampe. Mit 5 Batterien. Gibt's mal eine große Taschenlampe? Ja, zumindest haben wir jetzt wieder Licht. Aber Alan Wake wurde doch eigentlich gar nicht in Kapiteln verkauft, oder? Das ist nicht so ein Episodenspiel. Das gab's doch damals in einem Stück. Warum also dieses komische episodenartige Ding? Hm. Ist klüger, wir einen Teil der Dunkelheit dazulassen? Die macht denn... Ich brauchte einen Moment, um die... Sie kamen mir sehr gelegen. Warum haben die denn Blitzgranaten bei? Team 1, hier ist Sheriff Breaker. Er bitte Bericht, Ende. Team 2, kommen. Er bitte Bericht, Ende. Los, Leute, redet mit mir. Bitte kommen, Ende. Hm. Ja gut, das passt natürlich stilistisch, wenn die Lichter halt schwach sind. Das wäre es ja auch, wenn hier in jeder Ecke die high-powered LEDs rumhängen würden und es einfach nur mega hell ist. Aber im Gegensatz zu Alan... Also ich kann mir genau vorstellen, wie die Entwickler von Remedy da standen und sich gedacht haben, wisst ihr noch damals, wo wir Alan Wake gemacht haben? Das war ein ganz schön dunkles Spiel. Wir machen jetzt ein Spiel, das spielt in einem Betonbunker, aber richtig dolle hell. Wir machen alles mega hell und es ist immer irgendwie schön und es ist halt selbst in der Wartungsabteilung ist irgendwie noch Licht. Weil prinzipiell ist es ja genauso, ne? Das ist... Im FPC ist es halt immer irgendwie übel hell. Und das fand ich halt immer gut, weil das ist halt ein total unschöner Betonblock eigentlich. Aber hell war es dann, jede Ecke. Selbst die finsterste Kammer sah halt irgendwie noch erhellt aus. Ja, gut, eine Ausnahme von AWE-DEC, aber das ist halt... Im Spiel, ich möchte keine Blindgranate werfen.
Okay, jetzt möchte ich eine Granate werfen. Also ähnlich wie die Leuchtpistole, ne? Ach, das sind die Deputies, oh. Zu verloren. Ah, guck mal, hier oben vorne ist noch ein Radio. Und hier ist dann bei drei Anrufer. Sie sind auf KBFFM mit Pat Main. Hier ist Milt Peabody, Pat. Was beschäftigt Sie, Milt? Also, ich wohne bei der Wohnwagensiedlung, Pat, und hier ist echt der Teufel los. Ich wohne da auch ganz in der Nähe. Wissen Sie genauer, was da los ist? Ich weiß nicht, aber hier sind überall Polizeiwagen, Sirenen, ein Hubschrauber kreist über uns und ich glaube, ich habe Schüsse gehört. Schüsse? Ja, wie Pistolenschüsse. Können Sie herausfinden, was da los ist? Diese Schießerei ist nämlich direkt bei mir nebenan. Sie schießen immer noch? Nein, das war vor etwa 10, 15 Minuten. Es hört sich ernst an, Pat. Wirklich, das klingt nicht nach einer Party. Also, ich werde auf jeden Fall bei der Wache anrufen, Milt. Okay. Ich sage sofort Bescheid, wenn ich etwas höre. Okay, danke. Hey! Komisch, die Amis sind wohl durch, wenn man jemand rumballert. Ist ja auch ein Ding. Oh, Batterien. Aber noch keine Waffe. Warte mal, ich hab doch bestimmt wieder eine Thermoskanne übersehen, oder? So ein Ort hier ohne Thermoskanne ist ja unvorstellbar. Hier gibt's doch bestimmt noch eine Thermoskanne. Immerhin scheinen die Deputies auch irgendwie auf Nahkampfbewachung zu stehen, ne? Ha, Dunkelheit. Mir kannst du nichts. Oh, jetzt willst du mal wissen. Hast du die Batterien mal genau angeschaut? Nein, noch nicht. Ich habe jetzt nur gesehen, dass es Lithium-Batterien sind. Oh, das sind aber viele jetzt. Pum. Ich habe das Gefühl, dass die mehr vorhaben, als nur zu verhaften, ne? Mal davon abgesehen, dass die Blendgranaten ja meistens nicht nur blenden, ne? Die machen ja eigentlich auch noch laut Krach. Nur drei? Das lohnt sich doch gar nicht. Kriegen wir noch mehr? Bevor wir eingeholt werden? Die sind ganz schön schnell unterwegs, die Deputies. Merkt, dass die regelmäßig Sporttraining machen hier. Oh, da vorne ist nochmal ein Polizeiwagen. Das sind zwei, das sind ja noch weniger. Hulu! Der große Trick wäre da hinten zu scheinen, ne? Hm. Hä? Toll, jetzt gibt noch einer. Hier gibt's nichts Neues zu hören. Oh, doch, Blinkgranaten. Die Batterie hat Schleichwerbung drauf. Oh, muss ich mal angucken, bei Gelegenheit. Wenn wir welche finden. Hallo, Horn. Das hat ja heute direkt einen großen Sporteinsatz aus, ne? Nur einer, es lohnt doch nicht. Was mehr als einer. Oh, hallo. Ich muss mal kurz warten, bis der andere auch noch rankommt. Na? Puh. Ich hätte kurz Angst, dass der eine Typ zu weit weg ist. Ja, das mit den Blendgranaten ist mir trotzdem irgendwie nichts. Ich würde gerne lieber irgendwie Granaten werfen. Schießen. Einzelne Leute. Also jedes Kapitel hat halt irgendwie seine eigenen
Eigenschaften. Das hier hatten wir jetzt gerade diese scheiß Blendgranaten. Und vier so. Wir rennen weg und holen uns halt die Leute. Ins Licht! Ja, oder wir rennen einfach gegen diesen Baum hier. Mein lieber Ellen, würdest du bitte nach hinten liegen? Da sind ja noch mehr. Das steht vor allem direkt im Licht eigentlich, ne? Das kostet ja noch. Achso, ich hätte natürlich einmal durch dieses Tor hier laufen können. Hätte es auch nicht abgeschlossen ist. Wie schön. Ich hoffte, Main würde mir ein Auto leihen. Hallo Lorna, was möchten Sie uns mitteilen? Warum schert sich die Polizei um die Wohnwagensiedlung? Wie meinen Sie das? Es ist eine Wohnwagensiedlung. Natürlich gibt es da Ärger. Was soll man schon erwarten? Die Polizei sollte lieber den normalen Bürgern helfen, statt für diese Leute Zeit und Geld zu verschwenden. Tja. Oho. Vielen Dank für diese mitfühlende Stellungnahme. Was? Großvater liebt die Menschen 1911. Nicht der Päpe. Aber hey, wir haben eine Thermoskanne gefunden. Gut, ist ja dieses. Das ist ein Night Owl. Achso, Early Bird. Achso, es gibt verschiedene Radiosender. The Voice of Pet Name. All night, every night. Das ist gut, wahrscheinlich ein älterer Mann, der sonst nicht viel macht, ne? Der sich leicht erschreckt hier, wenn jemand klopft. Ob er gleich direkt einen Herzinfarkt erleidet. Oh, das ist aber eine Überraschung. Der berühmte Schriftsteller Alan Wake ist gerade reingekommen. Mal sehen, ob er mir ein Interview gibt. Ah, das sehe ich irgendwie nicht. Kommen Sie, Mr. Wake. Ah, ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit dafür nehmen, Mr. Wake. Sie sitzen in der Falle, Dan Brown! Gehen Sie weg von Maine! Lassen Sie ihn! Hey, 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 immer mit der Ruhe! Stecken Sie die Waffe weg, wir sind doch alle Freunde, oder? Kommen Sie runter, Nightingale, wir haben ihn! Großer Gott! Was ist denn bloß los mit Ihnen? Da drinnen ist ein Zivilist! Ich war schon so viele Klippen heruntergefallen. Kommt davon, wenn man sein Buch The Sudden Stop nennt. Es war ganz gut, dass ich May nicht erzählen konnte, wo ich hin wollte. Ich musste die Cops loswerden und das Bergwerk selbst finden. Tja, gut, das war... Das sollte den guten Agent Nightingale doch so ein bisschen seinen Street-Cred kosten, oder? Wenn er einfach anfängt rumzuballern? Weißt du, das ist Pat Maine hat ja eindeutig gesehen, dass er nichts bei hat. Also von Waffen aus, ist da vorne? Ach, das ist ein Zug. Gleich ein Gleis. Nightingale und Radiosender. Nightingale starrte durch das kaputte Studiofenster in den dunklen Wald. Er drehte sich um und wollte nach draußen. Doch Maine griff nach seinem Arm. Mann, sie hätten mich beinahe erschossen. Man legt nicht einfach so auf einen Menschen an. Was ist ihr Problem? Nightingale riss sich los und ging nach draußen. Auf seinen Wangen brannten Zorn und Erniedrigung. Und da hinten fährt der Zug. Wir hören immer nur die Hunde. Aber bis jetzt haben wir noch keine gesehen. Ob es irgendwie noch so Schattenhunde gibt? Chinchillas sind auch knäffig. Sind Chinchillas nicht quasi Nagetiere? Oh, guck mal hier. Leuchtgranaten. Also, ne, hier Leuchtfackeln. Ist nicht ganz so effektiv wie die anderen Dinger, ne? Achso, das kann ich wechseln. Ja. Oh. Dann hat es auf jeden Fall einen Generator. Noch mehr von denen.
ein Revolver. Wie praktisch. Jetzt ist er wirklich bewaffnet, ne? Jetzt hat der gute Agent Nightingale immer eine Ausrede, auf Wake zu schießen. Schießt er dann auf das Kuscheltier verkauft? Vielleicht musst du nochmal unten umsatteln. Oh, und von der Künstlerin zur Tierpflegerin. Wo ich einfach mal gelesen habe, dass das gerade Leute, die sich so für. Die so aus Liebe zum Tier. So Tierarzt geworden sind, so Zeug. Mal Veterinärmediziner wahrscheinlich eher denn. Dass das die Leute sind, die dann damit eher wieder aufgehört haben. Weil das halt irgendwie oft gar nicht so cool für die Tiere ist. Och, wie viele sind denn das hier? Drei nur? Das ist die gute Sarah Breaker. So mag, dass ich ihre Agents hier schieße. Meine Schatten gehen hinterher. Ich kann mich eigentlich nur unbeliebt machen, oder? Warte mal, das dauert da bestimmt noch was. Ich hab schon wieder keine Munition. Ach du Mann, da sind schon wieder Typens. Hm. Schon haben wir keine Munition mehr. Ach, noch einer, noch einer. Oh. Daneben. Nerven. Teamreifer. Ah, wir sollten über die Granate gucken. Da vorne ist. Da ist ein. Ich weiß nicht, was da ist eigentlich. Das ist eine Lampe. Merkwürdigerweise waren die Arbeitslampen der Energiefirma noch hier. Fast nicht, als habe man sie für jemanden wie mich hier gelassen. Oh, die hätte ich ja leichter ankriegen können. Kommt der hier ins Licht? Lenkrad, sehr gut. Die Arbeitslampen der Energiefirma. Ah, lange halten sie nicht. Ah, das sind ja sehr seltsame Lampen. Hey, ist ein Kontrollpunkt. Hey, es ist wieder die Schrot. Oh, oh. Wirklich viele, ne? Bis das immer noch nicht gereicht hat, ne? Was ist denn das für einer? Ich glaube, die erste Blendgranate hat mir gerade viel Arbeit erspart. Dass ich die ein bisschen zusammenraufen konnte. Nein, jetzt habe ich wieder nicht hingeguckt. Auf die Batterien. Das ärgert mich ja so sehr. Hm. So richtig doll effizient sind die Arbeitslampen aber auch nicht. Wo ist wahrscheinlich eher die Dunkelheit, die das einschränkt, oder? Was sind das für Gestalten? Die sind vom Schatten besessen. Also von der Dunkelheit, die hier unten im Cauldron Lake wohnt. Alte Diana-Geschichte. Aktuell konzentriert sich auf eine Person namens Barbara Jagger, die anscheinend der aktuelle Wirt der Dunkelheit ist. Nebenbei werden wir noch von einem, wir nehmen an, FBI-Agenten namens Nightingale verfolgt. Sarah misstraut Nightingale. Sarah vertraute ihrem Bauch und der sagte ihr, dass Agent Nightingale ein Arschloch war. Etwas an ihm stimmte nicht, und zwar nicht nur die Alkoholfahne. Etwas daran, wie er mit der Marke wedelte, auf seinen Rang pochte, an dem Blick, wenn er antworten wollte. Wo war Alan Wake? Wie war das mit dem Unfall? Wo steckte seine Frau? Und vor allem, wieso hatte sie Wake gehen lassen? Ihre Fragen ignorierte er. Bundesangelegenheit, sagte er nur. Hm. Ja, sind auf jeden Fall jede Menge nette Leute, die hier rumrennen. Aber eigentlich sind es Bundespolizisten, die uns hier verfolgen. Oh, das ist deswegen ein Kontrollpunkt.
jetzt hab ich wieder nicht hingeguckt. Das ist so ein Idiot. Tatsächlich stehen wir eigentlich ganz gut da, ne? Also das Bahndepot ist hier wahrscheinlich irgendwo in der Nähe. Oh, jetzt kommt bestimmt der Entführer und ruft wieder an und nervt rum. Hallo? Er ist der größte Dickschädel, den ich kenne. Alice? Alice? Alan. Alan. Ich habe solche Angst. Lässt mich im Dunkeln stehen. Ich brauche Hilfe. Ich sehe dich an, Alan, und das bist nicht du. Etwas anderes. Sieht mich durch deine Augen an. Alice, ich bin hier. Ich habe solche Angst. Lässt mich im Dunkeln stehen. Geht alles den Bach runter. Vorsichtig sein. Kooperieren. Die Verbindung war extrem schlecht, aber das war nicht alles, was an dem Anruf nicht stimmte. Sie hatte unecht geklungen, aber sie hatte angerufen. Das waren vor allen Dingen alles die Sachen, die sie am Anfang gesagt hat, ne? Das mit dem Kooperieren war doch das von dem, von dem, was sie am Anfang gesagt hat, dass sie mit Hartmann kooperieren soll. Ja. Wake wird von einem Besessenen angegriffen? Das Rohr löste sich aus dem stählernen Brückengerüst. Von dunkel umhüllt schwebte es in der Luft und zuckte spastisch. Einen Moment lang verstand ich nicht, was ich da sah. Das schwere Objekt taumelte auf mich zu, von unmöglichen Kräften bewegt. Ich warf mich aus seiner Bahn, doch nur um Haaresbreite. Als ich meine Taschenlampe anstellte, bäumte es sich in finsterer Raserei auf und flog wieder auf mich zu. Ich meine, so viel Marken gibt es ja nicht, die da die Batterien betreiben können. Bin ich jetzt einmal rund gelaufen? Nee, das ist eine andere Hütte. Ah, eine andere Hütte. Warte, wir finden neue Batterien bestimmt. Gleich. Aber Munition. Och, Gegenstände sind da reicht. Brotische Munition. Und. Brightforce, Light and Power. Energizer, achso. Hm. 3 Leuchtfackeln. Mehrfachpack. Na gut. Ach, ist er dann wieder. Achso, einer mehr. Das sind auch wieder die Forstarbeiter, ne? Oh, das ist schlecht jetzt. Meine Herren, würden Sie bitte. Es ist übrigens total toll, dass ich gerade Munition gefunden habe. Ich sollte mehr Revolver verwenden, fällt mir gerade so ein. Und ich dann die direkt wieder verbrauche beim Versuch, die mich zu halten. Ich muss ein bisschen Backtracking betreiben. Aber eigentlich Quatsch. Genau, wir kommen ja von da oben. Naja, dann kümmern die Richtlinie weiter. Na gut, denn warte ich jetzt eigentlich nur auf den nächsten Kontrollpunkt. Aber eigentlich sind wir fertig, wir müssen noch ein bisschen Sport machen heute. 15 Klimmzüge, wahnsinnig. Oh. Ja, aber auf jeden Fall haben wir so ein bisschen Fortschritt gemacht, ne? Weiter vorn sah ich eine Eisenbahnbrücke und am Ufer gegenüber eine Art Lagerhaus. Ich hoffte, dort ein Auto zu finden. Aha. Follow. Das atmet hier schon wieder so viel. Bis der gute Thomas Zane ist, der mir hier eigentlich hilft. Ob es hier komplett nass ist. So Brücken. Es wäre echt unschön, wenn die Brücke jetzt einstürzen würde. Warum sollte eine Brücke nicht so offen? Anscheinend. Die Dunkelheit, die mich verfolgte, wurde stärker. Und sie vereinnahmte alles auf ihrem Weg. Whoa. Gut, dass wir die mitgebracht haben. Ja. Jetzt sieht es aber so aus, als würde die Dunkelheit doch Wake töten wollen, oder? Hat man uns so bekommen sein. Ich dachte, zu Hartmann gehören ja die anderen Entführer. Aber hey, da vorne ist ein Licht. AK, ein Kontrollpunkt. Was ist denn hier alles los? Aua. Oh, gleich sterbe ich.
Ist hier nirgendwo ein Tor? Ist hier einfach eine Seite. Wake und das Dunkel der Lodge. Ich warf die Tür direkt vor seiner Visage zu. Er flehte mich an, sie zu öffnen. Und das Arschloch dachte wirklich, ich würde gehorchen. Ich empfand kein Mitgefühl mehr. Schuld auch nicht. Nicht seinetwegen. Einen Moment genoss ich das Geschrei. Ich muss dabei gelächelt haben. Zu mir war keine Zeit. Das Dunkel war hier bei mir in der Hütte. Aha. Ja, da freue ich mich ja sehr, dass es dunkel. Als Teenager, als mein Interesse am Schreiben begann, war Stephen King eine Quelle der Inspiration für mich. Ich dachte an all die Dinge, die in seinen Büchern lebendig wurden. Niemand ist in einer guten Horrorstory sicher, schon gar nicht die Hauptfigur. Das macht den Spaß daran aus. Das hier war kein Spaß. Die Dunkelheit verleibte sich alles ein und sie rückte näher. So, Kontrollpunkt erreicht. Gut. Denn, was hatten sie eben da hochlassen sollen? Ist eh gedrückt? Hochleistungstaschenlampe. Ha, schön. Dessen wurde vorhin nochmal betont, dass es eine kleine Taschenlampe ist. Na gut, machen wir an der Stelle weiter beim nächsten Mal, wenn es dann wieder heißt Alan Wake.